Hallo, in diesem Video möchte ich die Bedeutung von einigen Wörtern erklären, die in Verbindung mit dem zentralen Grenzwertsatz häufig auftreten. So, wir fangen einfach mal ganz unten an, ganz grundlegend. Was sind eigentlich diskrete Zahlen? Was sind stetige Zahlen? Das ist relativ einfach. Ich stelle mir diskrete Zahlen einfach immer so vor wie digitale Zahlen. Also zum Beispiel ein digitales Signal, zum Beispiel so eine digitale Welle, die hat ja nur Ecken. Also wie im Computer 1 und 0. Und stetige Zahlen ist dann mehr sowas wie eine Kurve. Also da gibt es unendlich viele Werte, die dazwischen liegen. Ein Beispiel, der besonders in dem Zusammenhang oft kommt, ist der Würfel zum Beispiel. Der Würfel besteht aus, ich sag mal, diskreten Zahlen, weil der hat nur 1 bis 6. Und dazwischen gibt es nichts. Es gibt keine. Du kannst keine 1,2 würfeln. Das geht halt einfach nicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine Messung durchführst mit deinem Messgerät und das ist ein analoges Messgerät, dann kann das irgendwo sein. Dann ist das nicht 1,56, sondern dann sind da unendlich, theoretisch sind da unendlich viele Kommastellen dran. Und deswegen kommt das dann zu einer schönen Kurve. Im Fachjargon nennt man dann die diskreten Zahlen auch abzählbar viel. Das heißt, es können theoretisch unendlich sein, aber es sind halt keine irrationalen Zahlen dabei, sage ich mal. Und die stetigen Zahlen, die kann man einfach nicht abzählen.